Guten Tag und herzlich willkommen in meiner Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie in der Dubelowstraße 226a in Paderborn, Schloss Neuhaus. Mein Name ist Birgit Heck und Sie sind in meiner Praxis immer gut aufgehoben. Ich möchte kurz das Leistungsspektrum unserer Praxis vorstellen. Wir sind 4 Therapeutinnen und jede hat gewisse Schwerpunkte, sodass wir alle Krankheitsbilder der Patienten abdecken können. Wir behandeln Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Querschnittlähmung, Schlaganfall, Parkinson. Da behandeln wir nach dem Konzept BOBART und PNF. Dann behandeln wir chirurgische Patienten und orthopädische Patienten mit Gelenkerkrankungen nach Verletzungen, Wirbelsäulenerkrankungen, Bandscheibenvorfälle und da behandeln wir speziell auch nach der manuellen Therapie bei Gelenkblockierungen. Ein weiteres Spektrum ist die manuelle Lymphdrainage. Die wenden wir an bei Patienten mit Lymphstauungen nach Operationen oder bei Krebspatienten. Ein weiteres Spektrum ist die Kinder- und Jugendbehandlung. Bei Kindern und Jugendlichen, die eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule haben, der sogenannten Skoliose. Da behandeln wir nach der Skoliosetherapie nach Katharina Schroth. Wir bieten die Beckenbodentherapie an. Hierfür bei Frauen in Einzelbehandlung, bei speziellen Problemen oder auch als Gruppentherapie. Wir behandeln Männer mit Beckenbodenproblemen nach Prostataoperationen. Ein weiteres Spektrum bildet die Kiefergelenksbehandlung bei der sogenannten CMD-Problematik. Das ist eine Fehlstellung des Kiefergelenkes, wobei Knirschen, Knacken, Beißen das Problem darstellt und die Patienten mit Migräne, Haltungsschäden, Halswirbelsäulenproblemen zu uns kommen können. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Praxis bilden die Gruppenbehandlungen. Da bieten wir die Präventionskurse an, als das sind Beckenbodengymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Rückenschule, Rückenschule für Senioren. Und dann haben wir auch noch das Feld des Reha-Sports. Da bieten wir mittlerweile 7 Gruppen an. Seit Mai 2009. Es werden Schmerzzustände behandelt, akute als auch chronische. Ich habe bereits schon sehr gute Erfahrungen mit dieser ganzheitlichen Stoffwechseltherapie gesammelt und konnte einigen Patienten zu einer Besserung ihrer Beschwerden verhelfen. Bei der Mikrostromtherapie handelt es sich um ein leichtes Kribbeln auf der Haut, es tut nicht weh. Und zusätzlich kommt jetzt noch die LED-Lichttherapie mit dazu. Es handelt sich um rotes und blaues LED-Licht. Und dabei hat es sich herausgestellt, dass es um eine bis zu 70-prozentige Heilungsverbesserung darstellt gegenüber den normalen, natürlichen Heilungsprozessen.
Okay, jetzt guck mal mit dem Arm, wie weit geht der? Der geht nach oben. Okay. Und dieser hier ist nur. Da tut es jetzt schon weh. Mhm.